Thomas Müller ist voll aufs Pferd gekommen. Was er mit seiner Lisa auf dem neuesten Schnappschuss im Pferdestall macht, verraten wir euch gleich. Zunächst klären wir die Frage, wie ist der Fußballenthusiast überhaupt zum Pferdeliebhaber geworden? Der gebürtige Oberbayer will 2012 die Leidenschaft zu den eleganten Tieren mit seiner Frau teilen, um trotz Profisport mehr Zeit mit der hauptberuflichen Dressurreiterin zu verbringen. Regelmäßig reiten ist leider nicht möglich, da die Verletzungsgefahr für den Profifußballer zu groß ist. So beginnt er vor 10 Jahren mit der Zucht von edlen Dressurpferden und besitzt heute das Gut Wettelkamp. Auf dem Gestüt, das ca. 20 Kilometer südlich von München liegt, frönen die Müllers ihrer mittlerweile gemeinsamen Leidenschaft rund ums Pferd. Und so kommt es auch zum kuschelnden Schnappschuss der beiden 32-Jährigen im Stall. Im Hintergrund der bezaubernde Schimmel Nessie, die Schneeprinzessin, wie Lisa das Bild kommentiert. Wer nun die Schneeprinzessin ist, ist jedoch bei den Fans noch nicht ganz klar. So fragt die Community: Du meinst aber schon das Pferd? Denn nicht nur Lisa und Thomas sind auf dem Bild als perfektes Paar zu erkennen. Der FC Bayern-Star hat sich auch farblich mit seiner Jacke an die hellgrau fast weiße Stute angepasst. Die Fans sind aber auf jeden Fall von den dreien im Stall total begeistert. Es hagelt Komplimente wie so ein süßes Paar und tolles Team. Das Glück der Erde liegt also doch auf dem Rücken der Pferde. Jedenfalls, wenn es nach den Müllers geht.